ein Bild des Grauens. Die andere ist in zweite Klasse, die liegt dort würde. Wir tun alles, um die Morde aufzuklären, die Hintermänner aufzudecken und die Täter ihrer gerechten Strafe zuzuführen. Die Landsberger Straße 103. Hier lebte 2003 die WG des Rechtsterroristen Martin Wiese. Nazi-Größe, freies Netz Süd, sagt Ihnen das was? Und am 5. Mai 2005 bekam Martin Wiese deshalb 7 Jahre Haft aufgebrummt. Und nur 6 Wochen später wurde hier Theo Bulgaridis mit 3 Kopfschüssen von dem NSU ermordet. Ich wehre mich an dieser Stelle stellvertretend für Polizeibeamte und Verfassungsschützer dagegen, dass speisende Kritik, Hohn und Spott über den ganzen Berufszweig von Polizisten und Verfassungsschützern niedergeht. Wir sperren da los! Und gefährlich für die Vertrauensbasis zwischen Bürgern und Sicherheitsbehörden halte ich die Unterstellung, es werde staatlicherseits systematisch vertuscht und gegen den Rechtsextremismus wie im vollem Einsatz vorgegangen. Geben Sie mir 500. Sind die Phantombilder, die damals unterdrückt worden sind. Keiner dieser Männer sieht auch nur ansatzweise so aus wie Uwe Mundlos oder Uwe Bönhardt. Der Spur wird nicht weiter nachgegangen. Michel, das Zufallsopfer. Aber der Mietvertrag für das Wohnmobil von Mundlos und Bönhardt, mit dem sie in Heilbronn waren, wurde dann doch noch einmal verlängert, bis Michel aus ihrem Urlaub zurück war. Michel, das Zufallsopfer. Und Michels Zugführer bei der BMW 523 beim Ku Klux Klan. Michel, das Zufallsopfer. Und nach einiger Zeit tauchen auch einige Vertreter der Höllenengel auf, die für mafiöse Gesellen arbeiteten, sodass man schließlich ein Auskommen miteinander finden musste, was schließlich ebenso gut gelang wie in Sachsen, Sümpfen und im Ländle. Ganz klarer Fall von Suizid. Das wussten wir nach 3 Stunden. Schlechte Schulleistungen. Paranoia. Betäubungsmittelmissbrauch. Und Liebeskummer. Todesfall, Einzelfall, Zufall. Und so konnte endlich Gras über die Sache wachsen. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann... Ach, den Klaus, Super-Gau oder was? Ganz schön noch Beförderung hier, würde ich sagen. Nur für den Dienstgebrauch. Ungültig. Ungültig. Ungültig.